We want to thank you for joining us again for our second session here tonight. Also schön, dass Sie auch bei unserem zweiten Vortrag jetzt hier dabei sind. I want to send special greetings to my sons Elliot, Isaac and Asher. Und erneut werden seine Söhne Isaac, Elliot und Asher hier ganz besonders gegrüßt. Tonight's presentation is going to be a very important one that is the foundation for an upcoming topic next week. Und das Thema heute ist ein ganz wichtiges Fundament, das die Basis legt für ein späteres Thema, das in der nächsten Woche jetzt dann behandelt werden wird. Next week we're going to be looking at a subject called Prophecy's Day of Hope. Da werden wir uns an über den Tag der Hoffnung Gedanken machen. And tonight's subject lays the foundation for this presentation. Und heute Abend wollen wir schon mal das Fundament dafür legen. Before we start tonight, und bevor wir beginnen, let's bow our heads as we open with a word of prayer. Wollen wir noch einmal mit einem Gebet beginnen. Heavenly Father, as we study the Bible again, lieber Vater im Himmel, wenn wir jetzt dein Wort studieren, we ask for the Holy Spirit to be here. Bitten wir, dass dein Heiliger Geist gegenwärtig ist. May he guide us and lead us into all truth. Möge er uns in alle Wahrheit führen. In Jesus' name we pray. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. I want to talk to you tonight about a war that began in heaven. Wir möchten heute Abend über einen Krieg beginnen, der im Himmel begann. It's found in Revelation chapter 12. Und er findet sich in Offenbarung Kapitel 12. And it starts in verse 7. Und dort in Vers 7. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Now, this is very strange for many people. Also für viele ist das äußerst seltsam. How is there a war in heaven? Wie kann es einen Krieg im Himmel geben? I thought heaven was a perfect place. Ich dachte immer, der Himmel ist ein ganz vollkommener Ort. Well, the Bible does say that there was a war there once. Also die Bibel sagt tatsächlich, es gab dort mal einen Krieg. And verse 8 and 9 tell us the outcome of this war. Und in Vers 8 und 9 sehen wir das Resultat dieser Auseinandersetzung. Das heißt dort, und sie siegten nicht, also der Satan und seine Engel, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Verse 9 ist wahr? Ja. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. So please tell me from verse 9. Also aus Vers 9, was kann man daraus ableiten? When the dragon was cast out after his war with Michael. Als der Drache mit seinem, in seinem Kampf gegen Michael hinausgeworfen worden ist, out of this perfect place called heaven, aus diesem vollkommenen, perfekten Ort, der Himmel genannt wird, where was he sent to? Wohin ist er gesandt worden? Earth. Auf die Erde. Our planet Earth. Auf unseren Planeten. And notice what verse 12 tells us. Und in Vers 12 steht dann noch, darum freut euch ihr Himmel und die darin wohnen, weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. The heavens can rejoice because the dragon was cast out. Der Himmel kann sich freuen, denn der Satan ist hinausgeworfen worden. But it is the ones that live on earth that have to be careful now. Aber diejenigen, die auf der Erde wohnen, die müssen aufpassen. And the Bible says something very interesting. Und die Bibel sagt etwas sehr Interessantes. It says that Satan is working extra hard because he knows he has a short time. Die Bibel sagt, dass der Satan besonders sich anstrengt, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. How is Satan working now? Wie now? Yeah, how is he working now? Wie arbeitet der Satan jetzt? In other words, how did this war that started up in heaven, how did it end up here on earth? Oder mit anderen Worten, wie hat dieser Krieg, der im Himmel begonnen hat, wie ist der hier auf die Erde übertragen worden? And how is it being fought right now? Und wie wird dieser Kampf momentan gerade ausgefochten? I want you to think back to the Garden of Eden. Wir wollen uns zurückversetzen in den Garten Eden. This is one of the first times the Bible mentions an interaction between the dragon or Satan. Das ist das erste Mal, dass die Bibel eine Begegnung zwischen dem Drachen, dem Satan, and the inhabitants of Earth und den Bewohnern der Erde beschreibt. Now the battle that we see here is not the battle that we think of with guns or swords or knives. Also der Kampf, der hier stattfindet, der wird nicht mit Schwertern oder Pistolen oder Messern ausgetragen. But it was a war nonetheless. Es war trotzdem ein Kampf, ein Krieg. And Satan did something very interesting in the Garden of Eden. He did two major things to Eve there in the garden. Und dort im Garten hat der Satan zwei wesentliche Dinge getan. Der Eva hat zwei Dinge vermittelt. The first thing that Satan sought to do to Eve, das erste, was er versucht hat, ihr unterzujubeln, is that he tried to confuse Eve about what God had said. Er wollte sie darüber verwirren, was Gott gesagt hatte. Do you remember he said to Eve, has God really said that you can't eat of this fruit?
Er hat zu ihr gesagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr könnt von allen Bäumen des Gartens nicht essen? In other words, he was trying to make Eve doubt what God had actually said. Er wollte also Zweifel hineinsehen in das Denken von Eva über das, was Gott gesagt hatte. And then he said to her, if you eat of this fruit of this tree, you will not die. Und dann hat er ihr gesagt, wenn du davon isst, von dieser Frucht, wirst du nicht sterben. Why did he say that? Warum hat er das gesagt? He wanted Eve to disobey exactly what God said. Er wollte, dass Eva Gott ungehorsam ist. I have to put these two on the screen because it's very important. Also die zwei Gedanken haben wir hier auf der Leinwand. Satan was doing this strategy in this war between him and heaven. Diese Strategie hat er bereits im Kampf im Himmel angewandt. He was trying to confuse people about what was truth, what God had said. Er wollte andere darüber verwirren, was Gott wirklich gesagt hatte, was die Wahrheit ist. And then he was trying to make them disobey God. Und als zweiten Schritt wollte er sie dahin führen, Gott ungehorsam zu sein. Now some of you might be wondering, well, why would Satan do that? Und vielleicht wundern wir uns ja, warum würde der Satan das überhaupt tun wollen? Satan knows something. Der Satan weiß etwas. He knows what the Bible says in Romans 6, verse 16. Er weiß, was die Bibel hier in Römer 6, Vers 16 beschreibt. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Now, the Bible is very clear. Nun, die Bibel ist sehr deutlich. The one that you obey is the one that you are serving. Demjenigen, dem man gehorcht, dem dient man auch. So if you obey God, wenn man also Gott gehorcht, who are you serving? Wem dient man dann? You're serving God. Dann dient man Gott. But when Adam and Eve disobeyed God, aber wenn Adam und Eva Gott nicht mehr gehorsam waren, they were no longer serving him. Dann haben sie ihm nicht mehr länger gedient. Instead, they were now obeying Satan. Stattdessen haben sie jetzt Satan sind sie Satan gegenüber gehorsam gewesen. And now they were yielding their authority to him. Und sie haben jetzt ihre Autorität ihm übergeben. Satan is still doing the same things today. Und Satan tut noch heute dieselben Dinge. Confusing people about the truth. Er versucht, Menschen über die Wahrheit in Verwirrung zu bringen. And encouraging people to disobey God. Und er versucht, Menschen zu entmutigen, Gott gehorsam zu sein. I'm gonna put this slide on the screen. Wir wollen mal dieses Bild uns hier betrachten. I'm gonna ask you a question. Ich möchte dir eine Frage stellen. When was Jesus born? Wann ist Jesus geboren worden? Go ahead, answer the question. Also, geben Sie mal eine Antwort. Now I want to tell you an amazing fact. Ich möchte Ihnen eine erstaunliche Tatsache mitgeben. Every year, jedes Jahr, Christians celebrate the birth of Jesus on December 25. Da zelebrieren und feiern Christen die Geburt Jesu am 24. Dezember. But this may surprise you, Jesus wasn't born December 25. Aber vielleicht überrascht Sie das, Jesus ist wohl nicht am 24. Dezember geboren worden. Scholars say that Jesus was most likely born sometime at the end of September or early October. Also Gelehrte sagen uns, wahrscheinlich ist Jesus so Ende September, Anfang Oktober geboren worden. But you know what's interesting? When we celebrate December 25, interessanterweise ist es so, wenn man den 24. Dezember feiert, most people don't even know where this date came from. Da wissen die meisten Menschen gar nicht, wo das eigentlich überhaupt herkommt, das Datum. Let me give you some history. Bisschen Geschichte dahinter her. This is an example of how much Satan has confused us. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie sehr verwirrt wir oft sind. The ancient pagan religions worshipped the sun in the sky. Die heidnischen Religionen haben die Sonne im Himmel angebetet. And as a god, the sun provided life for them. Und als Gott hat die Sonne das Leben für sie ermöglicht. And so as the sun's strength gets smaller and weaker as the year progresses to the fall and winter. Und wenn das Jahr sich dann so Richtung Herbst und auf den Winter zubewegt, wird die Stärke und die Helligkeit der Sonne immer schwächer. They became very afraid. Dann haben sie Angst bekommen. Because if you worship the sun, denn wenn man die Sonne anbetet, then you are going to think that your God's power is getting weaker. Dann sieht es ja fast so aus, als ob die Macht des Gottes immer schwächer wird. Do you know what the shortest day in the year is? Wissen Sie, welches der kürzeste Tag des Jahres ist? It's December 21. Es ist der 21. Dezember. We call this the winter solstice. Ja, das ist sozusagen, wie heißt das im Deutschen? Forget that. Die was?
Die Wintersonnenwende, ja, danke schön. Now, the pagans recognized that this was the shortest day out of the whole year. Die Heiden damals haben schon erkannt, das ist der kürzeste Tag im ganzen Jahr. Now, in those days, they didn't have these super precision atomic watches that we have now. Damals gab es noch nicht diese super präzisen atomaren Uhren, die wir heute haben. But they finally figured out that the days were getting longer. Sie haben dann aber irgendwann herausgefunden, dass die Tage wieder länger wurden. 4 days later, on December 25. Und zwar ab dem 24. Dezember, 4 Tage später. So you know what they did? Also was haben sie getan? They celebrated. Die haben das gefeiert. The sun is reborn to us. Die Sonne ist wiedergeboren für uns. The days are getting longer. Die Tage werden länger. And so the pagans worship the ancient rebirth of the sun, or the sun, as on December 25th. Und so haben die Heiden am 25. dann, Entschuldigung, nicht am 24., am 25. Dezember die Wiedergeburt der Sonne gefeiert. And that's where the origins of this 25th of December date come from. Und das ist eigentlich der Ursprung dieses Datums vom 25. Dezember. When you go to the 4th century AD, wenn man ins 4. Jahrhundert nach Christus geht, Christianity and paganism kind of get married together. Da haben sich das Heidentum und das Christentum so zusammengetan, sind quasi verheiratet worden. And in 2014, und 2014, when December 25 comes around, wenn dann der 25. Dezember kommt, we're gonna sing Christmas songs, dann singen wir Weihnachtslieder. In church they're gonna preach Christmas sermons, und dann wird in der Kirche eine Weihnachtspredigt gehalten. The stores are gonna have Christmas things for sale, und die Läden haben lauter Weihnachtsdinge zu verkaufen. And yet Jesus wasn't born December 25. Aber Jesus ist da gar nicht geboren worden. Satan has really gotten us very good. Also Satan hat uns ziemlich verwirrt. You remember Easter? Erinnert sich an Ostern? You know, Easter is going to come up in the spring. Also Ostern ist ja im Frühling. And you probably know this because when Easter comes, most Christian churches. Vielleicht wissen Sie das. In den meisten christlichen Kirchen zu Ostern. Two things that will be very common. Gibt es zwei Dinge, die sehr immer also zu sehen sind. Eggs. Ah ja. And rabbits. Und Hasen. Now you know I've read the Bible through a few times. Also ich habe die Bibel mehrmals durchgelesen. Can somebody tell me where is that in the Bible? Also wo genau steht das in der Bibel? Kann das jemand mir sagen? I mean I've read it through, but I don't remember that. Also ich habe es durchgelesen. Ich kann mich nicht an Eier und Hasen erinnern. Ah, there's a lot of things that Satan has confused us about the Word of God. Aber es gibt schon viele Dinge, wo der Satan uns etwas verwirrt hat. And in his efforts to lead us to disobey. Und in seinem Versuch uns zum Ungehorsam zu bringen. Bible says that the little horn power would actually try to change God's law. Da sagt uns die Bibel voraus, dass das kleine Horn, diese Macht aus Daniel 7, danach trachten würde, Gottes Gesetz zu ändern. In other words, it would attack God's commandments so that people wouldn't know what God wanted as far as obedience. Mit anderen Worten, es würde versuchen, Gottes Gebote so zu attackieren, dass Menschen gar nicht mehr wissen würden, wie man Gott ganz gehorsam ist. And I want you to know, just as common as Christmas and Easter is today. Und ich möchte, dass Sie wissen, auch wenn Weihnachten oder Ostern ganz gewöhnlich heute sind oder ganz, ganz weit verbreitet, when you talk about the Ten Commandments in Christian churches, wenn man über die 10 Gebote heute in einer christlichen Kirche redet, there are some Christian churches that will say, you don't have to keep the Ten Commandments, that was nailed to the cross. Da gibt es viele Christen, die sagen, ah, das muss man nicht mehr halten, die 10 Gebote, die waren ja an das Kreuz genagelt worden. Or it was only for the Jews. Oder das Gesetz war nur für die Juden. Or it was fulfilled by Jesus, so you don't have to do it. Oder Jesus hat es erfüllt und ich muss es nicht mehr tun. Now you have to realize that these two things to confuse people about God's word. Also diese beiden Dinge, die Verwirrung über Gottes Wort, and to lead people to disobey God. Und dann Menschen dazu zu führen, Gott ungehorsam zu sein. These are the two parts of Satan's secret strategy. Das sind die zwei Aspekte der subtilen Strategie Satans. The one that you obey is the one that you serve. Denn wem man gehorcht, dem dient man auch. If you obey God, you serve God. Wenn man Gott gehorcht, dann dient man Gott. But if you obey someone else, you are serving someone else. Aber wenn man jemand anderem gehorcht, dann dient man auch jemand anderem. Now I want to talk to you tonight about what it means to obey, and I want to talk to you about the law of God. Wir wollen heute Abend darüber sprechen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Wir wollen über das Gesetz Gottes reden. See, some people say you don't have to keep the Ten Commandments. That was only for the Jews. Viele sagen ja, man braucht die 10 Gebote nicht halten. Das war doch nur für die Juden. But if you study the Bible, wenn man die Bibel allerdings studiert, you can learn some interesting facts about when the law was given. Dann gibt es einige interessante Tatsachen darüber, wann das Gesetz eigentlich wirklich gegeben worden ist. Look at this verse on the screen. 1 John 3 verse 4. Schauen wir uns mal diesen Vers hier auf der Leinwand an. 1. Johannes 3 Vers 4. Jeder, der die Sünde tut,
der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Please tell me according to the Bible. Also nach der Bibel. What is sin? Was ist Sünde? Sin is what? Sünde ist was? Breaking God's law. Ja, also Gesetzlosigkeit, Übertretung des Gesetzes. Very clear. In other words, sin is breaking God's law. Ganz deutlich, Sünde bedeutet, das Gesetz Gottes zu brechen. Another way to say that, sin is breaking the Ten Commandments. Oder die 10 Gebote zu übertreten. Okay, so what happens when you sin? Also was passiert, wenn man sündigt? Look it on the screen. Hier steht's. The Bible says the wages of sin is death. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. So let me ask you just from what the Bible says. Also von dem, was die Bibel hier sagt. What happens when you sin? Was passiert, wenn man sündigt? You. Man? You die. Man stirbt. That's what the Bible says. Das, was die Bibel sagt. So let's review. Also kurz zusammengefasst. What is sin? Was ist Sünde? It's breaking God's law. Übertretung des Gesetzes. And what happens when you break God's law? Und was passiert, wenn man das Gesetz bricht? You die. Man stirbt. Now look at Romans chapter 5 verse 14. Und jetzt gehen wir zu Römer 5 Vers 14. And look at what Paul says. Und was der Paulus hier sagt, ist folgendes: Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose. Now let's pause right there. Wir wollen genau hier Stopp machen. Please tell me. Sagen Sie mir bitte. Between Adam and Moses did people die, yes or no? Sind zwischen Adam und Mose Menschen gestorben, yes or ja no? Oder nein? Yes, the Bible says death reigned. Ganz deutlich sagt die Bibel, der Tod hat auch dort geherrscht. Now let's review. Kurz wiederholen. Why do people die? Warum sterben Menschen? Because of sin. Wegen der Sünde. Wait a minute. Also Moment mal. What is sin? Was ist Sünde? It's breaking God's law. Übertretung des Gesetzes. There must have been a Ten Commandments in the Garden of Eden. Es muss also 10 Gebote im Garten Eden gegeben haben. Warum? Because if there was no Ten Commandments, wenn es also keine 10 Gebote gegeben if hat, there was no law, wenn es kein Gesetz gegeben then hat, there could not have been any sin. Dann hat es keine Sünde geben können. And if there was no sin, und wenn es keine Sünde gegeben hat, then Adam and Eve would not have died. Dann hätten Adam und Eva nicht sterben müssen. Look at what Romans 4, verse 15 says. In Römer 4, Vers 15 steht, das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Now, Germany is not just a great nation for great cars. Also Deutschland ist nicht nur eine berühmte Nation, wenn es um Autos geht. But I think every male in the United States that gets his driver's license wishes that we also had an Autobahn. Aber jeder, zumindest jeder männliche Autofahrer, der seinen Führerschein in den USA bekommt, wünscht sich, dass wir dort auch in den USA eine Autobahn haben. Because I understand that on the Autobahn, if you drive very fast, you will not get pulled over for speeding. Denn ich habe gehört, dass wenn man auf der Autobahn sehr schnell fährt, sometimes you know with the limit, aber in aller Regel, wenn es gerade unbegrenzt ist, dann wird man nicht für zu schnelles Fahren bestraft. Do you understand the principle? Also verstehen wir das Prinzip? If there's no law, wenn es also keine Regelung gibt, die das Schnellfahren begrenzt, then you can't break it. If there's no law, yeah, then you can't break it. How can you break something that is not there? Yeah, that's the point. Oh, yeah, no, okay. Yeah. Dann gibt's also keine Strafe, weil es gibt ja keine Übertretung. So what Paul is reasoning is very understandable. If there was no law, there could be no transgression. Also, wenn es also wenn es kein Gesetz gibt, gibt's auch keine Übertretung. And if there was no transgression, if there was no sin, there would be no death. Also, und wenn es keine Übertretung gibt, dann gibt es auch keinen Tod. Now I want to ask you a question. Eine Frage möchte ich stellen. When Eve took of the fruit of the tree, als Eva von der Frucht genommen hat von dem Baum, God had said to her, hat Gott ihr gesagt, you can eat of all the trees in the garden, du kannst eigentlich von allen Bäumen des Gartens essen, but this one in the middle, you can't eat of that one. Aber von diesem einen dort in der Mitte, von dem sollst du nicht essen. What do you call it when you take something that doesn't belong to you? Wie nennt man das, wenn man etwas nimmt, was einem nicht gehört? What do you call that? Wie nennt man das? That's stealing. Das ist stehlen. She broke that commandment. Sie hat dieses Gebot übertreten. What do you call it when you want something that you're not supposed to have? Und wie nennt man das, wenn man etwas haben möchte, was man eigentlich nicht haben sollte? Coveting. Das ist begehren. She broke that commandment. Das Gebot hat sie auch übertreten. Who was Eve's father? Wer war der Vater von Eva? God. Gott, ja? And so when she ate it, she also broke the fifth commandment. Als sie das gegessen hat, hat sie auch das fünfte Gebot gebrochen. Really, she broke all of them. Im Grunde genommen hat sie eigentlich alle gebrochen. The point is that in the Garden of Eden there was 10 commandments. Der Punkt ist, im Garten Eden gab es die 10 Gebote. The proof? Der Beweis? Adam and Eve died. Adam und Eva sind gestorben. Now, I want to show you what Jesus had to say about the 10 commandments. Wir wollen ganz kurz hier anschauen, was Jesus über die 10 Gebote zu sagen hatte, über das Gesetz. In John chapter 14 verse 15. In Johannes 14 Vers 15. This is what the Bible says. Da sehen wir, was die Bibel sagt.
Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Now, this is very simple, but it's very profound. Das ist sehr einfach, aber sehr tiefgehend. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. In the Greek language, it's even more clear. Im Griechischen wird es sogar noch deutlicher. In Greek, it is, if you love me, you will keep my commandments. Im Griechischen bedeutet es, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. In fact, verse 20 of this 21 of the same chapter says this. In Vers 21 im selben Kapitel können wir dann lesen: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. You can say, oh, I love Jesus. Man kann so sagen, oh, ich liebe Jesus. But if you don't keep his commandments, wenn man aber seine Gebote nicht hält, the Bible says that's the test that you love Jesus. Da sagt die Bibel, das ist der eigentliche Test, ob man Jesus liebt. Here's a poem that Christopher has translated. Also hier gibt's ein Gedicht, das ich mal versucht habe frei zu übertragen. And I want you to see if you can recognize the point or the moral of this poem. Und wir wollen mal sehen, ob wir die Moral der Geschichte, also dieses Gedichts hier, entdecken. I love you, mother, said little John. Two. Then forgetting his work, his cap went on. Ich liebe dich, Mutter, so sprach klein John, doch seine Arbeit vergaß er, war auf und davon. And he was off to the garden swing, leaving his mother the wood to bring. Im Garten zu schaukeln, das fiel ihm ein, doch die Mutter, sie brachte das Brennholz herein. I love you, mother, said Rosie Nell, I love you better than tongue can tell. Ich lieb dich so sehr, Mutter, sagte auch Nell, keine Sprache kann's sagen, ob langsam, ob schnell. Then she teased and pouted full half the day, till her mother was glad when she went to play. Dann neckte und schmollte sie fast den halben Tag, bis ihre Mutter sich freute, als sie ihr nicht in den Ohren lag. I love you, mother, said little Fan. Today I'll help you all that I can. Ich liebe dich, Mutter, sprach Fan die Kleine. So viel ich kann, bin ich heute die Deine. How glad I am that school doesn't keep. So she rocked the babe till he fell asleep. Dass heute keine Schule, wie gut sich das traf. So nahm sie das Kleinkind und wiegte es in den Schlaf. Then stepping softly, she took the broom and swept the floor and dusted the room. Sie nahm den Besen, man hörte es kaum. Sie kehrte den Boden, entstaubte den Raum. Busy and happy all day was she, hopeful and happy as a child could be. Geschäftig und fröhlich den ganzen Tag, glücklich beim Helfen, wie nur ein Kind es vermag. I love you, mother, again they said. Three little children going to bed. Ich liebe dich, Mutter, sagten sie nett, als die drei Kinder dann gingen zu Bett. How do you think that mother guessed which of them really loved her best? Was hat wohl die Mutter abends gedacht, wer ihr am meisten Freude gemacht? You know, when I read this poem, also wenn ich dieses Gedicht lese, I get nervous because I wonder if my kids love me now, you know. Dann frage ich mich manchmal etwas nervös, ob meine Kinder mich wirklich lieben. But you understand what this poem is saying, don't you? Aber wir verstehen alle, was dieses Gedicht sagen möchte, nicht wahr? Love is demonstrated by our Liebe wird wodurch demonstriert? Actions. Durch unsere Taten. You know, right before I got married. Direkt bevor ich geheiratet habe. A woman taught me this little English poem. Hat mich eine Frau dieses kleine englische Gedicht gelehrt. It said, I love your hugs. I love your hugs. Ah, ich liebe deine Umarmungen. I love your kisses. Ich liebe deine Küsse. I love you best. Ich liebe dich am meisten. When you do the dishes. Wenn du das den Abwasch machst. A lot of you understand English. Okay, anyway. Okay, so let's look at another thing that Jesus said about the Ten Commandments. Noch etwas, was Jesus über die zehn Gebote gesagt hat. Matthew 22. Matthäus 22, Vers 35. Let's look at verse 35. Ja, Vers 35. So that we can understand the setting of this little story that takes place about the law. So, dass wir hier so den Hintergrund bekommen für diese kleine Geschichte, die sich um das Gesetz hier abspielt. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellt ihm eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach. Now, notice the person who's asking Jesus, he is a lawyer. Also derjenige, der Jesus fragt, stellen wir fest, er ist ein Gesetzesgelehrter. What is a lawyer an expert in? Oh yeah, it's already in the German. Oh, okay. Yeah. He's an expert in the law. Also er ist ein Gelehrter im Gesetz. And he's coming to Jesus. The Bible doesn't say he's sincere. It says he's tempting him. He's trying to trap Jesus. Also die Bibel sagt auch, er ist nicht wirklich aufrichtig. Er möchte Jesus eine Falle stellen. Er möchte ihn versuchen. And so he asks Jesus, Jesus, out of the law, out of the Ten Commandments, which is the most important commandment? Und so fragt ihn von all den Gesetzen im Alten Testament, was ist das Wichtigste im Gebot? Now that's a hard question. Welches Gebot ist das Wichtigste? Because if you study the Ten Commandments, das ist eine schwierige Frage, denn wenn man die zehn Gebote studiert, every single one of them is important. Das ist jedes einzelne sehr wichtig. So now Jesus in verse 37. In Vers 37 sagt Jesus jetzt, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Go all the way to 40. Ja.
Er sagt, das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Now people read this and say, oh, see, there you go. Now there's only two commandments. Love God with all your heart, love your neighbor as yourself. Und Menschen lesen das und sagen, ah, jetzt sehe ich es also. Es gibt doch nur zwei Gebote. Ich muss Gott lieben von ganzem Herzen und meinen Nächsten wie dich selbst. I want to ask you a simple question. Einfache Frage hier. If you loved God with all of your heart, wenn du Gott mit ganzem Herzen liebst, how would you show that? Wie würdest du das zeigen? Does it make sense that God will be first in your life? Würde es dann nicht Sinn machen, dass Gott die Nummer eins in deinem Leben ist? Not your job, not your house, not your wife, not your car, but God will be first. Nicht dein Haus, nicht dein Job, nicht deine Frau, sondern Gott würde dann die Nummer eins sein. That would be the sign. Das wäre das Zeichen. If you really love God with all your heart, wenn du wirklich Gott von deinem ganzen Herzen liebst, does it make sense? You're only going to worship God. Macht das nicht Sinn, dass wir auch nur ihn allein dann anbeten werden? Isn't that true? Würde das nicht Sinn machen? If you love God with all of your heart, wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, you will always be careful how you use his name. Dann werden wir immer auch ganz sorgfältig darauf achten, wie wir seinen Namen verwenden. Here's an amazing fact. Und hier ist eine erstaunliche Tatsache. When the scholars that that copy the manuscripts of the Bible would copy the name of God. Diejenigen, die Manuskripte der Bibel immer wieder abgeschrieben haben, dann von Generation zu Generation. The ancient Hebrew scribes, they used a different pen for God's name. Dann haben diese Abschreiber für den Namen Gottes in den Manuskripten immer eine andere Feder benutzt, einen anderen. And even in the public reading of the Bible, und selbst im öffentlichen Vortrag, im öffentlichen Lesen der Bibel, when they came to the name of God, they wouldn't say it. Und wenn sie dann an den Namen Gottes gekommen sind im Text, haben sie den nicht ausgesprochen. And so even to this very day, bis heute, the letters that make up the name of God, sind diese Buchstaben, die den Namen Gottes beschreiben. It's called the Tetragrammaton. Das sogenannte Tetragrammaton. We actually don't even know how to correctly pronounce it. People say, oh, Yahweh or Yah. No, we don't know, because it was lost after so many years of them never saying his name in public. Wissen wir bis heute eigentlich nicht wirklich, wie der Name ausgesprochen wird. Manche denken vielleicht Yahweh oder Yahweh, aber wir wissen es nicht wirklich. Es ist über Jahrhunderte verloren gegangen, weil er nie ausgesprochen worden ist. Today, Christians have gone the opposite direction. We say it too lightly. We just use it like even sometimes a swear word. Und heute ist es in der Christenheit eher in das Gegenteil, in das andere Extrem gependelt. Und wir benutzen den Namen Gottes sehr leichtfertig, manchmal sogar in völlig unangemessener Art und Weise. If you really love God, does it also make sense? You have to spend time with him. Und wenn du Gott wirklich liebst, macht es nicht auch Sinn, dass wir gerne Zeit mit ihm verbringen? Now, if you love your neighbor as yourself, wenn man seinen Nächsten wie sich selbst liebt, does it make sense? You'll honor your parents and elders. Macht es nicht Sinn, dass man auch die Eltern und auch andere, die einem über einem stehen, dann respektiert? You'll protect life. Wird es nicht Sinn machen, dass man Leben wertschätzt und schützt? You'll preserve morality. Dass man Moralität bewahren wird? You will respect others' property. Dass man das Eigentum von anderen respektieren wird? You'll be open and transparent in your relationships. You'll be honest. Dass man ehrlich und aufrichtig in den Beziehungen untereinander sein wird? You won't want what they have, because that'll spoil your relationship with them. Und dass man auch nicht begehrt, was anderen gehört, weil das ja die Beziehung zu anderen dann in die Brüche bringen würde. Do you understand that to love God with all of your heart means to keep the first four commandments? Können wir verstehen, dass Gott von ganzem Herzen zu lieben bedeutet, die ersten vier Gebote zu halten? And to keep the last six is to love your neighbor as yourself. Und die anderen sechs zu halten bedeutet wirklich, den Mitmenschen, den Nächsten so zu lieben wie mich selbst. I want to ask you an important question before we go on. Und bevor wir weitergehen, möchte ich eine sehr wichtige Frage stellen. If I asked you, how can you keep the Ten Commandments? Wenn ich Sie fragen würde, wie kann man die zehn Gebote halten? And you could only give me one word to answer. Und Sie könnten mir nur ein einziges Wort als Antwort geben. What would that one word be? Was wäre das für ein Wort? Love. Liebe. If you have love, you have kept all Ten Commandments. Wenn man Liebe hat, dann hält man auch alle zehn Gebote. This is what Jesus said in Matthew 5. In Matthäus 5 hat Jesus Folgendes gesagt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Now Jesus is saying that he didn't come to take away the Ten Commandments. Jesus hat also deutlich, He didn't say that he came to take away. Yeah. Ja, er hat nicht gesagt, dass er gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen. But rather, Jesus came to live it in its fullness. Jesus ist vielmehr gekommen, um es in der Fülle auszuleben. This word fulfill, it means to fill full, complete.
Dieses Wort erfüllen bedeutet, etwas bis an den Rand voll zu füllen. In Jesus' life, he upheld the importance of the Ten Commandments by living out the principles in his life. In seinem Leben hat Jesus die Bedeutung der Zehn Gebote emporgehoben, indem er die Prinzipien desselben ausgelebt hat. You know, in this sermon, if you keep reading in Matthew chapter 5, Jesus talks about in the old time you have heard it was said, thou shalt not kill. Wenn man dann weiterliest in der Bergpredigt, dann sieht man, wie Jesus dann sagt, ihr habt in alten Zeiten gehört, wie gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Now I want to be careful, but maybe you can be here tonight and you can say, I never killed someone. Und vielleicht kann es ja sein, dass jemand hier ist und sagt, oh, ich habe noch niemand jemals getötet. But Jesus says, Jesus hat allerdings gesagt, if you are angry with your brother without a cause, wenn du ohne Ursache deinem Bruder zürnst und ärgerlich mit ihm bist, you are in danger of the judgment. Dann bist du dem Gericht verfallen. So some of you could say, I never killed anybody. Vielleicht können einige von uns sagen, ich habe niemals jemand umgebracht. But maybe you hold a grudge. Aber vielleicht sind sie ärgerlich mit jemandem. Maybe there's someone you're angry with. Und ja, same. Maybe they did something wrong to you. Vielleicht haben sie auch wirklich etwas Falsches getan. We're still supposed to love our enemies. Aber trotzdem sollten wir unsere Feinde immer noch lieben. And so when we look at that commandment, we realize, even if I hate someone, that is breaking that commandment. Und wenn wir das Gebot also wirklich betrachten, stellen wir fest, also wenn ich jemanden hasse, dann habe ich das Gebot auch gebrochen. Bible says thou shalt not commit adultery, Jesus goes on to say. Und die Bibel sagt, du sollst nicht Ehebruch begehen. And maybe we can all say, oh, I've never committed adultery. Und vielleicht können wir alle sagen, oh, ich habe niemals Ehebruch begangen. But Jesus said, if you look on someone to lust after them in your heart, you have already committed adultery. Und Jesus sagt uns aber dann später, wenn du jemanden hinterher schaust, ihn anschaust, um mit ihm die Ehe zu brechen, dann hast du schon das in deinem Herzen getan. We live in a crazy society today. Wir leben in einer wirklich verrückten Welt heute, in einer verrückten, you know, Gesellschaft. In the United States, it seems like normal for people to look at pornography. Heute scheint es ganz selbstverständlich zu sein, für Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika sich Pornografie anzuschauen. And some people say, there's nothing wrong with that, just look. Und einige sagen, es ist ganz normal, schau es dir bloß an. But Jesus said, when you look, this already is breaking the commandment that says thou shalt not commit adultery. Und Jesus sagt, allein das Anschauen bricht bereits das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Now, you know, the truth is, sometimes you might see something, someone walking on the street, or, you know, and you might see a billboard or a sign. Es ist die Wahrheit, man sieht manchmal jemanden auf der Straße entlang gehen, man sieht vielleicht ein Werbeplakat. Martin Luther said, Martin Luther hat mal gesagt, you cannot stop the birds flying above your hair. Man kann die Vögel nicht daran hindern, über dem Kopf zu fliegen. But you can stop them from building a nest in your hair. Aber man kann sie daran hindern, hier ein Nest auf dem Kopf zu bauen. The first look is not the problem, it's the second and third and fourth look that's the problem. Es ist nicht der erste Blick, der das Problem ist, sondern der zweite, dritte und vierte Blick. So here Jesus is saying, I have come to uphold the principles of the Ten Commandments. Also Jesus sagt hier, ich bin gekommen, um die Prinzipien der Zehn Gebote zu erheben. What does the other New Testament writers have to say about the Ten Commandments? Was sagen die anderen neutestamentlichen Autoren über das Gesetz? This is Paul in Romans chapter 13. Hier zum Beispiel Paulus in Römer 13, Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass er einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Now before we move on. Bevor wir weitergehen. How do you fulfill the law? How? Wie kann man das Gesetz erfüllen? One word. Mit welchem Wort? Love. Mit Liebe. If you have love, you have fulfilled the law. Wenn man Liebe hat, dann hat man das Gesetz erfüllt. Verse 9 says. Vers 9 sagt uns, denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. See, friends, this is the same principle that Jesus was talking about in Matthew 22. Das ist dasselbe Prinzip, liebe Freunde, das Jesus in Matthäus 22 angesprochen hat. This is James chapter 2 verse 11. In Jakobus 2 in Vers 11 sehen wir dasselbe. And here's what the Bible says. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Now, wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. So James is also upholding the importance of obeying God's law. Auch Jakobus betont die Wichtigkeit, Gottes Gesetz zu gehorchen. Here's John, the disciple. Und hier haben wir Johannes, den Jünger. 1. John chapter 2, verse 3. 1. Johannes Brief, Kapitel 2, Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. And then verse 4. Now look at this verse. This is very, very strong, but look at it. Und Vers 4 ist sehr starke Sprache. Wir wollen uns das mal anschauen hier. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht,
der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. You can say, oh, Jesus is my best friend. Man kann sagen, oh, Jesus, du bist mein bester Freund. I love Jesus. Ich liebe Jesus. But the Bible says, you can say that you know him. Die Bibel sagt, man kann sagen, ich habe ihn erkannt. But if you're not keeping his commandments, doch wenn man seine Gebote nicht hält, you are a what? Dann ist man was? A liar. That's very strong language. Ein Lügner, das ist sehr deutliche, sehr starke the Sprache. The last book of the Bible. Im letzten Buch der Bibel. It describes God's people in the last days. Da beschreibt es Gottes Volk in der letzten Zeit. Here's what it says about them. Und hier können wir sehen, was über sie gesagt wird. The Bible says, es steht hier, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Now, you know, we're talking about the law tonight. I don't want you to misunderstand what it's for. Wenn wir heute über das Gesetz sprechen, möchte ich, dass wir nicht missverstehen, was der Zweck des Gesetzes ist. The law does not save us. Das Gesetz kann uns nicht retten. But it serves a very important function in the Christian's life. Aber es dient einer ganz bestimmten wichtigen Funktion im Leben eines Christen. Romans chapter 7 verse 7. In Römer 7 und dort Vers 7. And the Bible says, sagt die Bibel, was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. How did Paul know what was sin? How? Wie hat Paulus gewusst, was Sünde ist? Wie? By the law. Durch das Gesetz. I want to give you an example. Ich möchte das durch ein Beispiel illustrieren. You go to sleep tonight. Wenn wir heute Abend schlafen gehen. And then maybe you wake up in the middle of the night. Und Sie wachen vielleicht in der Mitte der Nacht auf. And maybe use the bathroom. Und Sie gehen aufs Klo. So you turn on the light. Machen das Licht an. You look in the mirror. Schauen in den Spiegel. And it's terrible. Sieht nicht so rosig aus. Your hair is all because of the pillow. Und aufgrund des Kissens ist das Haar nicht mehr so gerichtet, wie es mal war. There's wrinkles from the pillow on your face. Und da sind noch so die Abdrücke von dem Kissen zu sehen. Maybe there's sleep in your eyes. Schlaf in den Augen. Maybe some drool that has dried on your face. What? Drool, like the spit comes down. Oh man. Yeah. Also ja, vielleicht hat man noch ein bisschen gesabbert in der Nacht. Now when you see those things, wenn man das jetzt sieht, the mirror is only showing you what you really are. Der Spiegel zeigt uns nur, wer wir wirklich sind. But when we want to fix those things, wenn wir diese Dinge jetzt beheben wollen, we don't use the mirror to comb our hair. We don't use wir benutzen nicht den Spiegel jetzt, um unser Haar zu kämmen. We use the water, a comb. Things like that. Wir haben jetzt den Kamm und das Wasser und solche Dinge. In the same way, auf dieselbe Art und Weise. The law does not save us. Tut das Gesetz uns niemals retten. But before the sinner comes to Christ, aber bevor der Sünder zu Christus kommt, the law helps him to understand how sinful and how wicked and how needy he is of a savior and of cleansing by Jesus' blood. Hilft das Gesetz ihm zu verstehen, wie sündhaft er ist und wie sehr er das reinigende Blut Jesu wirklich braucht. If you're sitting here tonight, wenn Sie heute Abend hier sitzen and you're saying, oh, I'm not such a bad person. Und Sie denken sich, naja, eigentlich bin ich gar nicht so eine schlechte Person. I'm not as bad as that guy over there. Also auf jeden Fall bin ich nicht so schlecht wie der da hinten. When you start thinking like this, wenn man so denkt, it's probably because you haven't looked at God's law. Dann wahrscheinlich nur deswegen, weil sie noch nicht das Gesetz Gottes mal sich wirklich angeschaut haben. One of the most righteous men in the Bible. Einer der wohl gerechtesten Menschen der gesamten Bibel. Paul. Paulus. Paul said of himself, hat von sich selbst gesagt, that he was the chief of sinners. Dass er der höchste, der größte aller Sünder war. Now friends, you need to know, if Paul was chief of sinners, also wenn Paulus der größte aller Sünder war, then we're not going to be that much either. Dann, we're going to be much worse. Dann sind wir noch weitaus schlimmer. I'm saying that because we need to recognize, how do we recognize who we are by looking into God's law? Ich sage das deswegen, weil wir wirklich erkennen müssen, wer wir sind. Und wie erkennen wir das? Indem wir in Gottes Gesetz hineinschauen. It is a divine mirror by which we can see our true self. Es ist wie ein göttlicher Spiegel, durch den wir uns selbst erkennen können. Now, friends, tonight I also want us to talk a little bit about grace, because if you talk about the law, you should also mention grace. Und wir möchten natürlich auch über Gnade sprechen, denn wenn man über das Gesetz redet, muss man auch die Gnade erwähnen. Romans chapter 6 gives us an interesting, very important question. In Römer 6, Vers 15 gibt es eine sehr interessante, äußerst bedeutsame Frage. Paul writes, what then, shall we sin because we are not under the law but under grace? Er sagt hier, der Paulus, wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Now notice the last part of this verse. He says, God forbid.
Okay, und im Deutschen heißt es hier, das sei ferne. Now we need to answer this question. Wir müssen diese Frage beantworten. Of should we sin because we are not under the law but under grace? Wir müssen die Frage beantworten, sollen wir sündigen, weil wir ja jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind. Now many Christians misunderstand what this means, not under the law. Viele Christen missverstehen, was diese Phrase bedeutet, nicht mehr unter dem Gesetz. There are two ways to be under the law. Es gibt zwei Möglichkeiten, unter dem Gesetz zu sein. You see, if I drive in the city of Stuttgart, if I drive 60 kilometers per hour down this main Straße. Straße, sorry. I'm learning. Also wenn ich hier in Stuttgart mit 60 Kilometer per Stunde auf der Hauptstraße in Stuttgart fahre, I know that the police is gonna come. Dann wird die Polizei kommen. At that moment, in diesem Moment, I am under the condemnation of the speed limit, which says it's 30 or 40. 50. Dann bin ich nämlich in dem Moment unter der Verdammung des Gesetzes, das nämlich sagt, hier darf man nur 50 fahren. So, when you're under the law, one of the ways you can be under the law is under the condemnation of the law. It points you out as guilty. Also eine Möglichkeit zu verstehen, unter dem Gesetz zu sein, bedeutet, unter der Verdammung des Gesetzes zu sein. Das Gesetz zeigt auf einen und sagt, du bist schuldig. Now, since I've been in Stuttgart, almost every day I hear the ambulances and the police and the fire trucks going around the city. Also seit er hier in Stuttgart ist, haben wir tatsächlich jeden Tag ständig irgendwelche Feuerwehreinsätze, Polizeiautos gesehen, Krankenwagen, die durch die Stadt fahren. And you know, when they drive, sometimes they drive very fast, you know. Und manchmal fahren die ziemlich schnell. And I know that when the police go 50 or 60 or 70 kilometers in a very slow zone like 30 or 40. Also wenn dann die Polizei in einer 30er Zone mit 50, 60 oder 70 km/h fährt, I know that they don't have to pay a fine later on. Dann müssen die später kein Bußgeld bezahlen. Why? Warum? Because under those circumstances, unter solchen Umständen, they are not under the jurisdiction of the law. Dann sind sie nicht mehr unter der Jurisdiktion des Gesetzes. Which simply means that at that moment they are not required to obey that law. Sie sind dann gar nicht mehr, es wird nicht mehr von ihnen verlangt, dieses Gebot zu halten, dieses Gesetz. Now I want to tell you that when Paul says in Romans 6 verse 15, ich möchte Ihnen heute sagen, dass wenn Paulus sagt in Römer, you are not under the law. Römer 6 Vers 15, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Please listen, he is not saying that you are not under the jurisdiction of the law. Dann jetzt hören wir gut zu, er sagt nicht, dass wir nicht mehr unter der Jurisdiktion des Gesetzes sind. Because we already read that Paul is saying you need to, you know, love your neighbor, honor your father and your mother, don't kill, don't steal. We already read him that he says that. Denn wir haben ja schon gesehen, dass Paulus gesagt hat, wir sollen immer noch unsere Vater und Mutter ehren, wir sollen nicht stehlen, wir sollen all diese Dinge Gebote halten. But what he is saying is that if you accept Jesus and his blood covers your sin. Aber was er sagt ist, wenn du Jesus akzeptierst und sein Blut deine Sünden bedeckt, you are no longer under the condemnation of the law. Dann ist man nicht mehr länger unter der Verdammung des Gesetzes. Jesus blood frees you. Das Blut Jesu befreit einen. So now do I get to go out and do whatever I want, live crazy and go kill people and steal and do all these things? Kann ich jetzt also einfach mein Leben so genießen, wie ich möchte, verrückte Dinge tun, Leute bestehlen, Leute töten? And Paul's answer is no, absolutely not. Paulus Antwort ist ja dort, er sagt nein, auf keinen Fall. Now, what else is grace about? Was hat es noch mit der Gnade auf sich? Hebrews chapter 12 verse 28. In Hebräer 12 Vers 28. Now look closely because this teaches something about grace many people do not know. Da steht etwas, was viele über die Gnade gar nicht wissen. Bible says. Hier steht darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht. Grace helps us. It gives us power to obey God. Also hier steht, dass Gnade uns die Macht gibt, die Kraft gibt, Gott zu gehorchen. Grace is not just forgiveness, but it is also power to live righteously. Gnade ist nicht nur Vergebung, es ist auch die Kraft, gerecht zu leben. In the United States, in den Vereinigten Staaten, after John 3:16, nach Johannes 3 Vers 16. One of the most famous verses that people know, if you just ask them, what Bible verses do you know by heart? Dann ist einer der bekanntesten und beliebtesten Versen nach Johannes 3 Vers 16, den die Menschen so auswendig kennen, is Ephesians 2:8. Epheser 2 Vers 8. Look at what this verse teaches us about grace. Und da steht Folgendes über die Gnade. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Now I want to ask you a question. Are we saved by grace? Sind wir durch die Gnade gerettet? Or by works? Oder durch die Werke? Durch was?
Bible says by grace. Die Bibel sagt, durch die Gnade sind wir gerettet. Let's read verse 9. Vers 9. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. So let's be clear. Also wir können hier sehr deutlich sein. Which one saves us, grace or works? Which one? Was rettet uns, die Gnade oder die Werke? Grace. Gnade. Amen. The Bible is very clear. Die Bibel ist sehr deutlich. But now look at verse 10. Aber Vers 10 sagt uns, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. I want to ask you a question. Ich möchte dir eine Frage stellen. If we are saved by grace, wenn wir durch die Gnade gerettet werden and not by works, und nicht durch die Werke, does God still want us to have good works, yes or no? Möchte Gott immer noch, dass wir gute Werke haben, ja oder nein? Yes. Ja. That's what verse 10 says. Das ist genau das, was Vers 10 hier sagt. So let me give you a sentence so that this is clear. Ich möchte das nochmal ganz deutlich hier beschreiben. We are saved by grace, not by works. Wir werden durch Gnade gerettet, nicht durch Werke. But if we have been saved, aber wenn wir gerettet worden sind, in our life there will be good works. Dann werden in unserem Leben gute Werke sein. That's why Jesus said, if you love me, deswegen hat Jesus gesagt, wenn ihr mich liebt, do what? Werdet ihr was tun? Keep my commandments. Ihr werdet meine Gebote halten. You see, it's because we have been saved, because we've been so thankful for what Jesus has done. Weil wir so dankbar sind, was Jesus von uns getan hat, weil wir gerettet worden sind. We want to keep his commandments. Deswegen wollen wir seine Gebote halten. Here's another beautiful passage on grace. Titus 2:11. Eine andere ganz wunderbare Passage über Gnade in Titus Kapitel 2 Vers 11. Here's what the Bible says, verse 11 and 12. Das heißt hier, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. And then verse 12 says, Vers 12 sagt uns, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Now notice that the Bible is clear that we should live godly and righteously where? Also sehen wir ganz deutlich, die Bibel sagt, wir sollen besonnen und gerecht und gottesfürchtig wo leben? In heaven? Im Himmel? No, where? Right here. Nein, hier, jetzt gerade. In other words, grace teaches us to live godly and righteously right now. Also die Gnade lehrt uns, jetzt in diesem Leben, hier und jetzt, gerecht und gottesfürchtig zu leben. Now, don't forget this. The law, it points out sin. Nicht vergessen, das Gesetz, es offenbart die Sünde. And once we see our sinfulness, we go to Jesus and we receive his grace. Und sobald wir unsere Sündhaftigkeit erkennen, können wir zu Jesus gehen und seine Gnade empfangen. I meet many sincere Christians. They say to me, oh, preacher, that's under the old covenant. Ich treffe viele Menschen, die mir sagen, ach, du Prediger, das ist doch alles alter Bund, was du sagst. In the new covenant, that's not even an issue. Also im neuen Bund, da ist das doch gar kein Thema mehr. Listen to what the Bible says about the new covenant experience and God's law. Also hier ist das, was die Bibel sagt über den neuen Bund und Gottes Gesetz. Notice what the Bible says. Die Bibel sagt, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Now notice that in the new covenant experience God's law is written here. In der Erfahrung des neuen Bundes wird das Gesetz Gottes hier in den Kopf hineingeschrieben. So friends, please don't misunderstand. God wants his law written right here. Also, liebe Freunde, liebe Freundinnen, lasst uns das nicht missverstehen. Gott möchte, dass das sein Gesetz hier aufgeschrieben ist. Some of you may be watching or maybe listening live tonight and be asking, why is so many churches saying that the Ten Commandments has been done away with? Und vielleicht gibt es einige, die uns jetzt live zuschauen und sich die Frage stellen oder auch hier vor Ort sind und sich fragen, ja, wie kann es dann sein, dass so viele Kirchen heute lehren, dass das Gesetz Gottes abgeschafft ist und keine Bedeutung mehr hat? I want to share an amazing fact with you. Wir wollen eine ganz erstaunliche Tatsache uns hier betrachten. In the Bible there are two laws. In der Bibel gibt es zwei Gesetze. How many? Wie viele? Two. Let me show zwei. Them to you. Wir wollen sie ganz kurz betrachten. There was the law that Moses, God wrote with his finger on tables of stone. Da war das Gesetz, das Gott mit seinem eigenen Finger auf Steintafeln geschrieben hat. And then there was one that Moses wrote. Und dann gab es ein Gesetz, das Mose geschrieben hatte. And let's read about them in the book of Exodus. Wir wollen diese beiden Gesetze hier da das nachlesen in 2. Mose 31 Verse 18. This is the first law. Vers 18. Hier geht es um das erste Gesetz. Es steht hier, und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Okay, let's review what we've just read. Also kurz anschauen, was wir hier gerade gelesen haben. Who wrote this law? Wer hat das Gesetz geschrieben? God. What God. Did he write it with? Womit hat er es geschrieben? His finger? Mit seinem Finger? What did he write it in? Wo hat er es drauf geschrieben?
Tables of stone. Auf Steintafeln. Okay, let's go to the next law. Nächstes Gesetz. This is in Deuteronomy 31. Das ist in 5. Mose Kapitel 31 Vers 9. And let's start in verse 9. Vers 9. Und Mose schrieb dieses Gesetz auf und gab es den Priestern, den Söhnen Levis, welche die Bundeslade des Herrn trugen, und allen Ältesten von Israel. And then verse 24 says, und Vers 24 sagt uns, als nun Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben. Now let's review about this law. Also, was lernen wir über dieses Gesetz? Who wrote it? Wer hat es geschrieben? Moses wrote Mose. It. What did he write it in? Wo hat er es drauf geschrieben? He wrote in a book. Er hat in einem Buch geschrieben. Now I'm going to just tell you one more thing that you can read a little bit later on in the chapter. Und ich möchte noch etwas hier erwähnen, was man etwas später dann im selben Kapitel noch nachlesen kann. Moses told the people it would be there as a witness against the people. Da hat Mose dem Volk gesagt, dieses Buch ist ein Zeugnis. Es wird ein Zeugnis gegen euch sein. Okay, so now we're going to do a little quiz. Jetzt haben wir ein kleines Quiz hier. I'm going to put up a verse on the board. Ich werde ein Vers hier auf die Leinwand werfen. And I want you to tell me which law, Ten Commandments or if it's Moses' law. Und Sie werden dann sagen, ist das jetzt die Zehn Gebote oder ist es das Gesetz des Mose? So, Ephesians chapter 2. Epheser Kapitel 2. And verse 15, here's what it says. Vers 15, dort steht, hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Okay, so let's look. The Bible talks about a law that Jesus abolished in his flesh. Also die Bibel sagt hier, dass es ein Gesetz gibt, das Jesus abgeschafft hat mit seinem Fleisch. How many laws in the Bible? Wie viele Gesetze gibt es in der Bibel? Two. Zwei. So now we have to ask, which is this one? Wir müssen uns also fragen, um welches Gesetz geht's hier? The clue is this little expression, the law of commandments contained in ordinances. Der Schlüssel, der Hinweis ist diese kleine Formulierung, das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen. The word ordinances, it means ceremonies. Das bedeutet Zeremonien. Now I want to ask you a question. Does the Ten Commandments have any ceremonies, yes or no? Die Frage ist, haben die Zehn Gebote irgendwelche Zeremonien? No. Nein. Does the law of Moses have ceremonies? Hat das Gesetz des Mose Zeremonien? Absolutely. Absolut. And when Jesus died, und als Jesus gestorben ist, that's why the sanctuary service stopped. The law of Moses was now set aside. Da hat der Heiligtumsdienst mit seinen Zeremonien aufgehört und war jetzt beiseite geschoben worden. Let's go to Colossians chapter 2. Anderer Vers, Kolosser 2, Vers 14. And let's look at verse 14. Dort heißt es in Vers 14, Bible says, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. When Jesus died, was something nailed to the cross? Als Jesus gestorben ist, ist da etwas an das Kreuz genagelt worden, ja oder nein? Yes. Absolut. Let's think, what was nailed to the cross? Und lass uns nachdenken, was ist dort an das Kreuz genagelt worden? How many laws are there? Wie viele Gesetze gibt es? Two laws. Zwei Gesetze. So let's see if we can figure out just from the language. The Bible says in verse 14, also vielleicht können wir es aus der Sprache ja direkt ableiten. Die Bibel sagt in Vers 14, the handwriting of ordinances. Da steht, does it say that in verse 14? Yeah, of Colossians 2. Blotting out the handwriting of ordinances. Yeah, it's a Schuldbrief. Oh, no, it's okay. Does it say that? Does it say that? It doesn't say. Im Griechischen und im Englischen steht eigentlich die Handschrift. Also der Schuldbrief heißt eigentlich die Handschrift, die gegen uns gerichtet war. But does it use the word ordinances? Yeah, okay. Forderung, ja, kind of. Yeah, okay. So the idea is the same. Die Idee ist dieselbe. The Ten Commandments have no ordinances or ceremonies. Da gibt es auch keine Zeremonien oder Ordinanzen. But the law of Moses does. Aber in den Zehn Geboten. Aber das Gesetz des Mose hat solche Zeremonien. This is what was set aside when Jesus died. Und das ist abgelegt worden, als Jesus gestorben ist. I want to tell you a story before I, right after I read this verse. Und nachdem ich diesen Vers hier lese, gibt es eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Romans chapter 6, verse 14. In Römer 6, Vers 14. You can read it. Da heißt es, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. In just a few moments we're going to have a choir come up and sing. In wenigen Minuten wird gleich ein Chor singen. And as they sing, und während sie dann singen, it kind of reminds me of an experience I had many years ago. Das wird mich dann daran erinnern, an eine Erfahrung, die ich vor vielen Jahren hatte. I was in a choir that traveled all over the world. Ich habe in einem Chor gesungen, der tatsächlich auf der ganzen Welt gereist ist. We actually went to Europe, we went to Asia, South America, like we went everywhere. Wir sind nach Europa gekommen, sind nach Asien gekommen, nach Südamerika. When we were in the United States, als wir in den Vereinigten Staaten von Amerika waren, we actually tried to visit all of the choir members' homes and sing for their
you know, friends and the town and that kind of thing. Dann haben wir eigentlich mal alle Chormitglieder besucht in ihrer Heimatstadt, wollten für ihre Eltern, für ihre Nachbarn in ihrer Stadt singen. And so one week it was their turn to come to my house. Und eine Woche, eines Tages war es halt so, dass jetzt der gesamte Chor zu meinem Haus kommen sollte. So on a Friday evening they left at about 5 o'clock. Am Freitagabend haben sie, sind sie um 17 Uhr aufgebrochen. It was an 8-hour drive. Und es war eine achtstündige Fahrt. And they got to my house at 1 o'clock in the morning. Und sie sind dann um 1 Uhr morgens bei mir angekommen. And I was in that group. I had driven down from school. Und ich war auch in dieser Gruppe. Ich bin von der Schule nach Hause gefahren. The choir had like almost 30 people in it. Der Chor umfasste fast 30 Menschen. And so not everyone could stay at my house. Nicht alle konnten bei mir zu Hause übernachten. So we had to actually put people in different houses. So mussten wir die Menschen, also die Chormitglieder, auf verschiedene Häuser aufteilen. So I got in a car and I put 3 girls and 1 guy and we were driving to another house 40 minutes driving. Und so habe ich also 3 junge Frauen und einen jungen Mann in mein Auto genommen und habe dann sie zu einem anderen Haus gefahren, das nochmal 40 Minuten mit dem Auto entfernt war. And so as we were driving, it's not an excuse, but because it was so late and I knew the next morning at like 9 o'clock we had a concert. Und es ist keine Entschuldigung, aber es war so spät und ich wusste, am nächsten Morgen haben wir um 9 Uhr ein Konzert. And so I was driving really fast because I wanted to get there, drop them off, get back, go to sleep and then wake up. Bin ich wirklich schnell gefahren und ich wollte sie einfach nur dort abliefern, wieder zurückkommen und dann schlafen. And I was really really going, you know, really fast through this. Und ich bin äußerst schnell gefahren. And then as I passed one little town, some police lights lit up and they pulled me over. Und als ich dann durch eine kleine Stadt gefahren bin, ist die Polizei da gewesen und hat mich zur Seite geholt. So he asked me, when he pulled me over, he said, you know, do you know how fast you were going? Und der Polizist hat mich dann gefragt, wissen Sie, wie schnell Sie unterwegs waren? And I honestly, I didn't know. Und ganz ehrlich, ich wusste es gar nicht mal. And he said, you were going, so I was going 70 miles an hour, which is what? 70 miles, 110 Kilometer pro Stunde. Okay, I was going 70 miles, but the speed limit there was only 35. Also es waren eigentlich nur so 55, also so 60 km/h vielleicht. And in the US, if you go 30 miles an hour over the speed limit. Und wenn man also 30 Meilen pro, also so 45 Kilometer pro Stunde zu viel unterwegs ist. You automatically go to jail. Dann geht man automatisch ins Gefängnis. So I got really nervous because I didn't know that. Also jetzt war ich wirklich nervös, denn ich hatte das nicht gewusst. He said, "Let me see your license." Und er hat gesagt, kann ich mal Ihre Fahrerlaubnis sehen? So I gave him my license. Hab ihm den Führerschein gegeben. And he looked at it. Hat sich den angeschaut. And he said, "Your license is expired." Und er hat gesagt, also Ihr Führerschein ist abgelaufen. So I was really scared now. Also jetzt hatte ich wirklich Angst. I didn't know what to do. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Police officer actually asked me to step out of the car. Der Polizist hat mich dann gebeten, aus dem Auto auszusteigen. And it was the first time that I had ever had a reckless driving offense, which just means I was going way too fast. Und es war das erste Mal, dass ich so eine wirklich eine Übertretung der Straßenverkehrsordnung dort in einem solchen Ausmaße hatte. I was terrified because my parents would have to get me out of jail. Ich war wirklich beängstigt, denn meine Eltern müssten mich jetzt aus dem Gefängnis holen. And I just didn't know what else was going to happen that night. Und ich wusste auch nicht, was an diesem Abend noch alles so passieren würde. So I got out of the car and I went back to the police officer's car. Und ich bin dann aus dem Auto ausgestiegen und bin zu dem Auto des Polizisten gegangen. And if you've ever had this kind of experience, time seems to just stop. It seems like everything has stopped. Und wenn man schon mal so eine Erfahrung gehabt hat, dann weiß man, die Zeit scheint einfach aufzuhören. This was before the internet. And so he was calling, radioing the police station, getting my driving record. And it was taking like 20 minutes. Und das war noch in der Zeit vor dem Internet. Er hat dann die Polizeistation angerufen und hat dann noch mal ist meine Akte durchgegangen über mein Fahrverhalten. Finally, after all of the radio talk, nachdem sie all das besprochen haben übers Radio, he turns to me, hat er sich umgedreht zu mir, and he said, und hat Folgendes gesagt: Tonight, heute Abend, I am gonna let you go just with a simple warning. Werde ich sie noch einmal gehen lassen mit einer einfachen Warnung. In other words, that means no ticket, like no penalty. In anderen Worten, keine Strafe. And then he said, und dann hat er gesagt, but I want you to do two things. Ich möchte, dass sie zwei Dinge tun.
I want you to get your license renewed. Ich möchte, dass Sie Ihren Führerschein erneuern lassen. And he said, I want you to slow down. Und ich möchte, dass Sie langsam fahren. You have no idea what that feels like unless you have been there. Ich glaube, Sie können gar nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt, es sei denn, man hat das selbst erlebt. I remember getting back into the car. Ich kann mich erinnern, wie ich in das Auto zurück eingestiegen bin. And I remember like putting my seatbelt on because I just wanted to make sure I did everything right, you know. Und ich erinnere mich, wie ich sogar mein Gurt richtig wieder angeschnallt habe. Ich wollte jetzt alles richtig machen. I put the car in drive. Und habe dann das Auto gestartet. And the whole night. Und den ganzen Abend. I kept the needle pegged right below or right at the speed limit. Habe ich die gesamte Fahrt über die Nadel wirklich direkt dort am Geschwindigkeitslimit gehalten. But I want to tell you why. Ich möchte Ihnen sagen, warum. It's not because he followed me. He was finished doing his thing. I just drove away. Nicht weil er mir gefolgt ist. Er hat ja dann alles aufgeschrieben, ist dann einfach weggefahren. You see, I deserved. I was going too fast. I should have gone to jail that night. Also, ich hatte eigentlich es verdient, an jenem Abend ins Gefängnis zu gehen. But the officer, for some strange reason, he decided to give me grace. Aber aus irgendeinem seltsamen Grund hat dieser Polizist sich entschieden, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. And me, because I was so thankful for what he had done. Und weil ich so dankbar war für das, was er für mich getan hatte. I wanted naturally to do what was right. Wollte ich jetzt ganz natürlicherweise das tun, was richtig ist. Friends, all of us in here, we have done some terrible things. Liebe Freunde, alle von uns, die wir hier heute sind, wir haben schreckliche Dinge getan. But Jesus is willing to forgive us. Aber Jesus ist willig, uns zu vergeben. That blood is willing to cover every sin that we confess to him. Dieses Blut ist wirklich in der Lage, jede Sünde zu bedecken, die wir ihm bekennen. And when we've been forgiven of all that we have done. Und wenn uns dann all das vergeben worden ist, was wir getan haben. Our heart is so thankful. Dann ist unser Herz so dankbar. That we are saying, Jesus, what do you want me to do? I'll do whatever you want. Dann werden wir sagen, Herr, was immer du auch möchtest, ich möchte es tun. And Jesus simply asks. Und Jesus bittet uns nur eine Sache. If you love me, liebt ihr mich? Keep my commandments. So werdet ihr meine Gebote halten. Do you love Jesus tonight? Can liebst I see du heute Abend Jesus? Wenn God das dein Fall ist, dann erhebe deine Hand. Gott segne dich. Jesus wants. Lasst uns tun, was Jesus möchte. Let's pray. Lass uns beten. Father, lieber Vater im Himmel, we love you. Wir lieben dich. We're thankful for how much you've forgiven us. Wir sind so dankbar, dass du uns so viel vergeben hast. Fill us with the divine love. Bitte fülle uns mit der göttlichen Liebe, that we can fulfill your commandments. Dass wir deine Gebote erfüllen können. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen.